Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Los geht's. Wir sind mal wieder hier in den Spielelanden. Aber ich denke mal, hier bin ich so ziemlich fertig. Außer Kleinigkeiten haben wir erstmal hier nichts mehr zu erledigen. Was ich allerdings noch erledigt habe, ist. Wem es auffällt, hier ist eine Sense weniger, hier sind so ein paar Gegenstände einfach ein bisschen weniger und auch etwas mehr geworden teilweise. Das liegt daran, dass einerseits ein paar nette Abonnenten mir Waffen geschickt haben und andererseits habe ich ein paar netten Abonnenten auch Gegenstände geschickt. Hauptsächlich Waffen. Okay, und was haben wir denn da? Das Reisegewand zum Beispiel, Stufe 23. Naja, Henkerschoner, Stufe 22. Und Verwüster Reisenschuhe? Ach, Verwüster Eisenschuhe, ach du meine Güte. Okay. Und die sind ziemlich cool. Und wir sind ja Level Stufe 15, also bald benutzbar für uns. Das ist ziemlich nett. Außerdem eine ziemlich heftige Keule. Aber was soll's, das können wir noch nicht tragen. Das ist auch ganz gut so. Okay. Wie gesagt, Schmiedelande haben wir jetzt erstmal eine ganze Menge gemacht. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns erstmal noch ein wenig mit der Hauptquest. Und wenn die noch ein wenig fortgeschritten ist, dann werde ich mich an dem eiskalten König rächen. Stufe 20. Meine Güte. Ich denke mal so, spätestens mit Stufe 18 werde ich ihm einen Besuch abstatten und dann sollte das Ganze etwas angenehmer sein. Aber solange schauen wir mal, wo wir eigentlich hinwollen. Hier war die Goldene Arena, der ewige Thron. Hier war die Höhle, ja, Bresche, der Schlund. Das haben wir eigentlich alles schon gesehen. Und die Schlangenspitze. Ausguck der Wache, da war ich auch schon drin. Eigentlich war ich auch hier schon relativ überall. Hier war das eine Rätsel, was ich noch nicht lösen konnte. Und hier war der König. Interessant. Anscheinend kann ich hier vielleicht bis zu dem König reisen. Naja, das könnte man noch überprüfen. Aber zuerst holen wir mal den Hofstaat. Ich denke mal, wir werden uns hier in diesem Turm aufhalten. Ein paar untote Könige wecken. Kein Problem. Die werden auch überhaupt nicht mies gelaunt sein. Nein, nein, nein. 1000 Jahre Schlaf und dann aufgeweckt. Naja. Was soll's. Reiten wir. Wo auch immer wir hinreiten. Ich denke mal, hier. Große Tür? Ah, sowas in der Art haben wir schon einmal gesehen. Oder zweimal. Oder vielleicht auch schon? Dreimal? Nein, ich denke nicht. Yay, wieder ein Aufzug. Ja, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Ich will doch keine von diesen tollen Steinen übersehen. Naja, gut. Nichts gefunden. Vielleicht hinter der Statue. Was soll's. Wer weiß, wer weiß. Na, ich möchte ganz gerne wieder den Todesgriff auswählen. Grab des Pharisäers. Okay. Pharisäers oder was auch immer. Und ich habe einen Token gefunden. Eine Münze, ja, ich weiß. Schon klar. Schon klar. Mumie? Habt ihr irgendwas drauf? Sieht nicht danach aus. Meine Güte, die sind ja mit zwei, drei Schlägen tot. Ist ja gar nichts. Arme Mumien. Okay. Die sind echt lasch. So, die Münze habe ich wohl schon eingesammelt. Gut. Allerdings, was mir gerade auffällt. Ach du meine Güte. Meine linke Maustaste funktioniert nicht. Ich bin mal kurz weg. Okay, jetzt funktioniert es wieder einigermaßen. Ich weiß auch nicht. Ich brauche, wie gesagt, wahrscheinlich mal wieder eine neue Maus.
Ich bin ja gerade am Überlegen, ob ich mir einen ganz neuen Rechner kaufe. Meiner ist jetzt mal wieder 5 Jahre alt. Ja, der ist 5 Jahre alt. Der läuft immer noch ziemlich gut. Aber man muss ja mit der Zeit gehen und so. Ich habe den Gegner über meinen Kopf drüber hinweggehauen. Ja. Muss man auch mal machen. Und die halten ja gar nichts aus. Die sind die gleiche Stufe wie ich und. Wow. Okay, Mumien gleich nutzlos. Vollständig nutzlos. Also wenn es da nicht noch wenigstens eine größere Variante gibt, dann bin ich enttäuscht. Was bringt das? Okay, das klappt zumindest schon mal nicht lang genug. Ich denke mal, da muss ich was drunter stellen. Unser netter Freund Kahn ist ja leider nicht da. Er hat ja keine Lust, hier mitzukommen und mir zu helfen, also. Naja, was jetzt? Das ist selbst schuld. Okay. Truhe ist auch freigestellt. Da hinten ist aus irgendeinem Grund noch eine Bombe dahinter, glaube ich. Kaboom! Tja. Wer weiß. Ansonsten gibt es hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hier hoch. Truhe. Yay. Müll. Super. Okay. Dann. Ups. Super. So komme ich hier nicht hoch. Dann schauen wir mal, ob es so besser geht. Runter mit dir! Okay, ich kann ihn hier nicht rüberschieben. Was zur Hölle? Oh, okay. Endlich. Ich dachte schon, das Ding geht nie runter. So, ja, theoretisch würde ich jetzt sagen, ich muss das mal irgendwo anders hinstellen. Aber ich denke mal, da steht's ganz gut. Hier hoch werde ich es nicht bekommen. So, nehmen wir uns eine Bombe. Machen hier auf. Tja, das sollte auch schon reichen. Wie dafür gemacht. Nicht, oder? So muss das. 4. 4? 4. Ganz eindeutig. Okay. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal hier rein. Warum auch immer. Hey, eine Truhe hat sich schon mal gelohnt. Sehr gut. Und nur mehr nutzlose Mumien. Meine Güte! Lass dich was Besseres einfallen. Okay, ich habe jetzt zwischendurch ein bisschen gelevelt. Aber ich habe eigentlich nur die Schmiedelande gemacht. Das kann man ja noch erwarten, dass es mit einberechnet wird. Gibt's hier was? Jupp. Hey, wir haben das erste Kapitel. Wuhu, ein Kapitel aus dem Buch der Toten wurde wiederhergestellt. Es kann an Vulcan verkauft werden. Ja, was heißt verkauft? Ich will es eigentlich lieber gegen etwas Cooles eintauschen, weil Geld kriege ich auch auf andere Weise. Würde ich jetzt mal sagen. So ein Tauschgeschäft wäre da schon cooler. Ach ja, Mumien und so. Naja. Stehen wieder auf? Oder gibt's hier einfach nur viele? Ist das ein Ausgleich dafür, dass sie so wertlos und schlecht sind? Vielleicht. Okay. Dann würde ich sagen, benutzen wir mal den Fahrstuhl. Was mir gerade auffällt, irgendwie spinnt meine Maus. Moment. Eine kurze Sache. Vielleicht ist es auch wieder umgestellt. Ich hoffe nicht. Ah, doch. Okay, was benutzen wir denn eigentlich? Ernte. Hierhin. Dann brauche ich den Teleporterschlag. Der ist hier. Und Stärken?
Raserei, Erlösung. Welche Fähigkeit war das? Unaufhaltsam. Okay. Gut. Keine Ahnung, warum sich das zurückgesetzt hat. Wer weiß. Unaufhaltsam. Ah, dort. Genau davor. Okay. Sehr gut. So, dann. Ah, ich verstehe. Aufzug und hier sind Zahlen. Und ich würde mal sagen, ich will erstmal zur 3. Wer. Cool. Hey, die haben ja richtig gute Technik. Nicht schlecht. Und das im Reich der Toten. Meine Güte. Okay. Dritte Etage. Muss ich da hochspringen? Oder sind wir dann wieder bei der vierten? Ich denke mal schon. Dort ist auch die vierte. Oder? Hä? Nee, da oben ist noch ein Tor. Gut, ich muss da also irgendwie hin. Irgendwie muss ich hier hoch. Kann ich hier hochspringen? Ja, gut. Das sollte reichen. Möglicherweise. Oder auch nicht. Es sieht nicht danach aus. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir erstmal in die Türen reinzugehen, zu denen wir auch hinkommen. Gut, dann jetzt Etage 2. Ich kann hier nicht rüberspringen, oder? Geh weiter, solange du noch kannst. Hallo? Hallo? Nö. Au. Okay, wir fangen bei 1 an. Hört sich das nach einem Plan an? Ja, also. Es war schon immer von mir so geplant. Ganz klar. Gut, was gibt's hier so? Statuen. Ziemlich lustige Käfige. Fährmannsmünzen. Da unten sind einfach nur Ghule, beziehungsweise Mumien. Nichts, worüber man sich den Kopf zerbrechen sollte. Ich denke mal, eine Fährmannsmünze wäre ganz cool. So treffe ich den Käfig. So kann es klappen. Ja. Funktioniert. Sehr schön. Und wie immer, einfach alle Schalter drücken, die man findet. Wird schon irgendwas bringen. Ah, ja. Ich kann anscheinend nur eine unten behalten. Gut. Dann gucken wir mal, was hier drüben ist. Wie wär's mit einer Truhe? Aber hier wird nicht schon der Schlüssel drin sein, oder? Nö, die Karte. Also sind wir mal wieder in einem komplett neuen Dungeon. Ich hab's ja fast erwartet. Blöd nur, komme ich darüber? Ich bräuchte eigentlich beide unten, dann würde ich bis dort kommen. Mit nur einem geht das schwerlich. Ich meine, es geht mit der Bombe. Ich denke mal, ich kann die auch mitnehmen. Na, klappt, aber klappt. Ohne dass sie explodiert. Ja, da liegt die ganz gut. Dann probieren wir das Ganze mal. Oh nein, es werden noch mehr sinnlose Mumien beschworen. Es tangiert mich wirklich nur sehr peripher. Kein Problem. Ja, dann nehmen wir mal die Bombe. Schmeißen die auf den Schalter. Falsche Richtung. Schmeißen die auf den Schalter. Und nein. Na, jetzt den Wurf nicht verpatzen. Perfekt. Mist. Ich hätte es andersrum machen sollen, oder? Ach, fuck, ich hätte den Schalter schon drücken sollen. Na, geil. Ah. Verdammt. Komme ich anders da hoch? Ach stimmt, ich kann auch rübergehen. Vielleicht kann ich den Schalter drücken, ohne die Bombe zu zünden. Ich glaub's nicht. Ich denke mal, ich gehe bei dem Versuch mal wieder hoch, aber probieren wir es. Okay, ich kann die Bombe abmachen.
So. So ist gut. Dann. Na. Okay, ich muss hier so aufnehmen. Wieder hier drauf. Nicht explodieren. Nein, nein, nein. Das können wir nicht gebrauchen. So. Seid selbst zu langsam, um hier einfach mal so einen Schlag zu versetzen. Das ist traurig. Okay. Radialmenü, Erlösung. Mal gucken, ob ich schnell genug bin. Todesgriff. Hops. Hops. Klappt wunderbar. Sehr gut. Okay, das könnte der Schlüssel sein. Jupp. Meine. Moins, moins. Moins. Moins, moins. Gut, kann man hinter das Bildnis noch hinter? Nö. Da verstecken sie ja anscheinend sehr, sehr gerne irgendwelche Kleinigkeiten. Das sieht echt danach aus, als ob ich das mitnehmen kann. Naja. Yay! Und ich habe nichts, um weiterzuspringen. Gut, also den Schlüssel kriegen war zwar ziemlich einfach. Und so. Dachte ich mir. Hui. Netten Hintern und so. An dem Gesicht sollte man mal was machen, aber wozu gibt's Plastiktüten? Hey. Ganz ehrlich. Müssen wir auch einen Grund haben. Haha. Oh, ja. Komm. Ja, ich nehme den Körper. Der Kopf, der sah nicht so schick aus. Ich meine, Tod könnte ja auch knochig stehen, oder? So. Ganz normal. Er ist jetzt auch nicht der voluminöste. Muskeln, Haut und Knochen und so. So. Na, komm, Ernte. Und, jupp, genauso. Ah, shit, die haben mehr Reichweite, als ich gedacht habe. Na, komm. Sehr schön. Okay, das sind die nächsten Gegner. Passt eigentlich ganz gut. Ich habe relativ viel Leben verloren, aber... Reichweitenspekulationen und so. Naja. So. Auf der anderen Seite komme ich auch noch rein. Schauen wir mal auf die Karte. Das sollte helfen. Also, wir haben einen Raum mit einer Truhe. Ein Raum, wo ganz offensichtlich gar nichts passiert. Hier ist nicht allzu viel. Hier muss ich den Schlüssel hinbringen. Dann... Rundgang? Haben wir schon? Haben wir auch schon. Okay, also gar nicht so viel. Aber wir wissen ja, wenig Raum kann auch viele Rätsel beinhalten. Ja. Toll. Von der anderen Seite könnte man hier bestimmt gut durchdrehen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass man da irgendwo runterfallen kann. Irgendwie sowas. Und dann in dem Raum landet. So, dort oben ist eine Truhe. Und eine Seite. Hey, viel besser. Wo die Truhe ist, kann ich jetzt aber nicht sagen. Hä? Irgendwie seitlich? Irgendwie... Ah, noch weiter oben. Okay, das könnte schon ein anderes Stockwerk sein.